Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur 405. Folge von ETS2. Mein Name ist Uwe. Und 405. Folge. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe am 21.04. mal wieder einen Livestream gemacht. Und eigentlich war das so geplant, dass der Livestream die 403. Folge ist. Das Problem ist, nach noch nicht mal einer Viertelstunde ist der Livestream abgebrochen. Da habe ich von diesem Livestream eben zwei Parts gehabt. Und ja, keine Ahnung. Ich wollte es halt so machen. Ne? Ihr wisst ja, ich bin ja so Playlist, genau 100 Folgen. Das muss passen, das muss stimmen. Also, sind wir jetzt in der 405. Folge. Das ist aber, denke ich mal, nicht allzu tragisch. Wir haben die Tour mit dem B-Double abgeschlossen. Für den Fall, dass ihr bei dem Livestream nicht dabei seid oder gewesen sein konntet, so umgesagt, ihr könnt euch den Livestream natürlich noch gerne angucken. Und zwar geht ihr dann einfach bei meinem Kanal auf die Playlist. Geht auf die Staffel 5 und da sind beide Videos drin. Und ihr könnt euch das Ganze auch nochmal so angucken, falls ihr wirklich die Lust dazu habt. Ansonsten würde ich mal sagen, wir fahren noch eine Tour hier mit dem Scania und danach kaufen wir uns einen neuen LKW. Und ich habe mich fest darauf verbissen, dass ich tatsächlich den Renault Magnum als nächstes kaufe. Jetzt machen wir aber noch eine Tour hier mit diesem wunderschönen Scania. Und dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier geschlafen. Wir sind jetzt in Finnland und ja, schauen wir mal, was wir so zur Auswahl haben tatsächlich als ja, nächste Tour. Dann fahren wir natürlich hier wieder raus. Hier oben sind wir. In Joensuu. Ah, ja, genau. So, wollen wir mal gucken. Hämeenlinna. Das ist ein bisschen weiter nördlich. Kann ich nicht aussprechen. Tampere. Vaasa. Ich glaube, das wäre eigentlich ziemlich cool, so weit oben im Norden. Das ist bestimmt richtig nice da. Wir könnten aber auch nach Russland fahren. Guck mal, hier haben wir so einen, ja, so eine Dolly. Da könnte man ganz cool mit Tandem fahren. Aber im Moment haben wir kein Tandem. Wir könnten aber auch eine Schwerlasttour machen. Allerdings 76 Tonnen mit unserem kleinen Dreiachser, das ist ein bisschen viel. Wir könnten auch nach Großbritannien fahren. Nach Novogard. Oh, das ist ziemlich, ziemlich weit weg. Nochmal eine Tour für ein Tandem. Das hier, da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das hier tatsächlich. Broken Down Volvo FM 8x4, 9 Tonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den tatsächlich mit unserem Sattelzug fahren können, aber so wie es aussieht, ja. Das heißt, wir schleppen dann sozusagen einen, ja, kaputten Volvo ab. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Das ist bestimmt ziemlich interessant. Ich weiß nämlich nicht, wie das aussieht, wie das funktioniert. Allerdings ist das nochmal eine ziemlich lange Tour. Und da haben wir nochmal einen B-Double für Russland. Orlan. Wir könnten nach Orlan fahren. Das wäre jetzt vielleicht an sich so keine mega spannende Tour. Also so von der Strecke her. Wobei wir fahren auch mal kurz durch England durch. Und dann kommen wir bei Calais runter. Ich weiß nicht, ich will aber wissen, wie das aussieht. Ich will es einfach wissen. Weil was anderes mega interessantes haben wir im Prinzip nicht. Das sind nur noch relativ kurze Touren weiter oben im Norden von Schweden und Finnland. Aber ich denke, was wirklich mega interessant ist. Ich denke, das hier wäre das interessanteste Teste. Wir könnten aber natürlich auch mal gucken, ob wir tatsächlich die Auflieger und so nicht noch ändern können. Das kann natürlich auch sein. Aber so rein von der Strecke her finde ich, das hier wäre vielleicht ganz cool. Huch. Das war falsch. Das hier wäre vielleicht tatsächlich ganz cool von der Strecke her. In Russland, das wäre halt geil, aber wir kaufen uns danach ja eh einen neuen LKW. Ich habe mir aber in Estland, glaube ich, ne, haben wir uns eine Garage gestern noch gekauft im Livestream. Der Livestream war übrigens gestern, wir haben heute jetzt den darauf folgenden Tag, den 22. Kombi, ich bin mir sicher, dass wir dort noch was ändern können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Scheiß, mich interessiert es eher, wie der hier aussieht. Wie das mit dem Fahren klappt und so weiter und so fort. Ich würde sagen, komm, lass uns einfach den hier mal annehmen. Und dann gehen wir den mal abholen. Und ja, ich hätte die ganzen Mods ja umsonst drin, wenn ich das nicht mal wenigstens mir angucken würde und so. Wäre natürlich auch etwas schade.
Also, gehen wir uns den mal holen. Ist natürlich ein bisschen, ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass wir einen kaputten LKW so weit schleppen müssen tatsächlich. Das sind ja irgendwie Fahrtstrecke irgendwie 1500 Kilometer jetzt gewesen oder so. Ist natürlich jetzt nicht ganz so realistisch, ne? Vor allem hinterherziehen, das ist es. So auf einem Auflieger oder sowas wäre das vielleicht wieder ein bisschen was anderes, aber so hinterherziehen. Ich glaube, das darf man eh nur maximal eine bestimmte Kilometeranzahl machen, tatsächlich. Wobei ich denke, jetzt für das Gewerbe ist das wieder ein bisschen was anderes. Wir verdienen ja damit Kohle, ne? So, ich fahre darum, damit wir die Straße so ein bisschen entdecken und erkunden, damit wir ein bisschen mehr Prozent auf der Karte sammeln. Auch wenn es keinen Riesenunterschied macht, aber diese 0,0001% wenigstens die reinholen. So, wir haben Freitag 21 Uhr, da können wir auch ruhig das Licht mal anmachen. So, und da vorne links, rechts, meine ich, ist auch schon die Firma, wo wir hin müssen. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Einfahrt ist, weil ich die nicht kenne. Zumindest glaube ich, dass wir noch nie bei so einer Firma waren. Wir sind ja ziemlich selten in Skandinavien unterwegs. Und die haben dort ja natürlich auch andere Firmen mit eingebaut und so. Hier scheint aber nicht so mega kompliziert zu sein hier. So, hinter dem Tieflader mit dem Kran, da müsste der Volvo sein. Dort sehen wir auch schon das Chassis. Das Chassis. Shishi. So. Wollen wir mal. Frachtmarkt. So, diesen Auflieger können wir tatsächlich ändern. Mal gucken, was es da so zur Auswahl gibt. Ah ja, okay. Interessant, alter Schwede. Ob der von, wie schwer ist denn der Kran überhaupt? 52 Tonnen. Könnten wir den tatsächlich nicht fahren. Wir haben hier tatsächlich nur die hier und die ist tatsächlich eine wichtige Lieferung. Das heißt, wir kommen höchstwahrscheinlich wieder zu spät, weil ich solche Aufträge irgendwie immer verkacke. Solche Just-in-Time-Dinger, das ist absolut nicht meine Stärke. So, dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir den Volvo sozusagen laden. Und ich bin immer noch mal gespannt, wie der hinter uns her fährt, sage ich jetzt mal. Weil der ist ja nicht irgendwie auf einem Auflieger drauf oder sowas. Wir ziehen den ja hinterher. Das heißt, rein theoretisch müsste er ja eigentlich mitlenken und so, ne? Ich finde das irgendwie ziemlich lustig gemacht. So. Wo ist denn die T-Taste da hinten? Okay, jetzt wurde diese Abschleppstange, nämlich, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn die Abschleppstange sehr, sehr dingens war, sehr, sehr elastisch, aber die wurde jetzt praktisch angebracht an den Volvo und der hat sogar das Licht an. Und sogar wenn ich blinke, dann blinkt der Volvo auch. Okay. Und wenn ich bremse, dann bremst auch der Volvo. Und wenn ich lenke, dann lenkt tatsächlich auch der Volvo. Okay, das ist schon ganz lustig, aber ich sehe in dem Volvo keinen Fahrer, also ja, keine Ahnung, wie dieses System tatsächlich funktioniert, aber es sieht an sich doch eigentlich ganz interessant aus, jetzt mal ohne Spaß. Das ist halt mal eben was anderes, das ist nichts, was jeder andere auch mal fährt. Ist eigentlich ganz interessant, finde ich. On tow. Wir sind gerade am Abschleppen sozusagen, ne? Ja, ist doch eigentlich ganz lustig. Schön, dass ich mal sowas fahre und endlich auch mal sehe, wie das hier tatsächlich dann funktioniert und das alles. Weil ich habe diesen Mod tatsächlich schon relativ lange drin. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Mod der tatsächlich drin ist, in welchem Trailer-Pack. Aber ich habe den schon ziemlich lange drin und wir haben den noch nie benutzt irgendwie. Und deswegen finde ich das dann doch schon ganz schön, den mal auszuprobieren. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass er natürlich in Kurven und so relativ gut mitmacht, aber wenn ich mir den Wendekreis so schon angucke, dann sieht das echt ein bisschen schlecht aus. Aber irgendwie kriegen wir das gebacken. Das mit dem B-Double, das haben wir ja auch hingekriegt. Wobei der B-Double schon relativ einfach war zu fahren, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben insgesamt 2911 Kilometer. Wir fahren so zurück, wie wir hochgekommen sind im Prinzip. Wir fahren dann in Helsinki auf die Fähre, dann kommen wir bei Tallinn raus und dann fahren wir weiter Richtung Kärdla. Und dort fahren wir mit der Fähre dann ja durch die Nordsee.
Nordsee, Ostsee, wir fahren, warte mal, hier ist die Nordsee, das ist die Ostsee, durch die Ostsee sozusagen. Nordsee, wir fahren dann bei Felixstowe. Genau, da kommen wir dann mit der Fähre an. Dann fahren wir weiter nach Dover. Mit Dover geht es nach Calais und dann von Calais Richtung Paris und dann kommt auch schon Orléans. Und dort laden wir dann den Volvo dann wieder ab. Alles klar. Dann mal auf die Post, würde ich mal sagen. Wir haben ja ein paar Kilometer wieder vor uns. So, da laufen zwei Frauen, die exakt gleich aussehen. Ich hoffe, ich habe die Scheiben oben, denn ich möchte sagen, dass das jetzt nicht gerade die hübschesten Frauen waren. Oh, ja, das sieht schon ein bisschen anders aus, aber Fräulein, Fräulein, halt! Ich glaube, die Leute hier in Finnland haben Zauberkräfte. Na gut, okay, dann beachten wir die auch mal nicht. Wenn die uns nicht beachten, aber beachten wir sie auch nicht. Ach du Scheiße, das ist ja ein richtig beschissener. Oh, yo, 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 yo. Ich glaube, das könnte richtig interessant werden mit dem Teil, tatsächlich. So, wir sind beim Abschleppen. Das heißt, wir machen die Rundumbeleuchtung an. Und, Alter, was für ein Wendekreis das Ding tatsächlich hat. Das ist ja der Horror. Möchte ich ja mal sagen. Sieht aber cool aus. Wie gesagt, ist halt mal was anderes. Aber der Wendekreis ist echt beschissen. Aber naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich aussieht mit der Autobahnauffahrt. Wir haben zumindest schon mal die Rundumbeleuchtung an. Das heißt, selbst wenn es mal ein bisschen kniffliger wird oder so, die Leute sind vorgewarnt. Ja, hier kommt was ganz Großes. Also, naja, so groß ist das jetzt dann auch nicht, dieser Zug hier, aber ihr wisst, wie ich das meine. Zumindest etwas, das sehr viel Platz braucht. Ich meine, wirklich kurz sind wir jetzt natürlich auch nicht. Aber ich habe mir das mit dem Wendekreis ein bisschen anders vorgestellt, tatsächlich. Ah, der braucht schon echt viel Platz. Der Volvo. Ist ja auch ein 8x4. Aber der hat ja zwei gelenkte Achsen vorne. Und dennoch brauchen wir ordentlich Platz hier. Und auch das Gewicht von der Ladung finde ich eigentlich ganz realistisch gehalten. Weil ich denke, das Leergewicht von so einem Tandemaufbau, ja, ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Es waren ja jetzt 8 Tonnen oder 9, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das kommt so in etwa hin, würde ich mal behaupten. So. Es ist jetzt gleich 22 Uhr hier und es ist noch taghell. Mir hat gestern jemand im Livestream geschrieben, es gibt für den Grafikmod einen Nightfix, sodass die Nächte tatsächlich wieder dunkler sind. Ich habe jetzt vor der Aufnahme leider nicht dran gedacht. Ich gucke, dass ich nach der Aufnahme mal dran denke und mir diesen Nightfix mal runterlade. Und ja, wir dann ab der nächsten Folge sozusagen wieder in etwas dunkleren Nächten unterwegs sind. Ich meine, das hier kannst du nicht wirklich als Nacht bezeichnen. Aber wir sind relativ weit oben im Norden. Ich meine, wir sind in Finnland. Es kann natürlich sein, dass es dort, ne, Sommerzeit, dass es dort jetzt einfach wirklich fast 24 Stunden am Tag hell ist. Oh Scheiße, wir müssen hier abbiegen. Scheiße. Das klappt so nicht. Oh, das arme Schild. Oh, das war tatsächlich echt knapp, ey. Huch. Boah, der braucht echt sau viel Platz, ey.
Ich wollte schon sagen, der Auflieger braucht sehr viel Platz, aber wir fahren ja keine Auflieger. Wir ziehen ja den Volvo hinter uns her. Ich hoffe, dass das überhaupt... Ich meine, das ist ja wohl eine wichtige Lieferung, ne? Das wissen wir ja jetzt. Aber wenn ich jetzt in echt einen LKW abschleppen würde, ich glaube, ich würde niemals 80 km/h fahren mit dem Teil. Never. Ich glaube, nicht mal auf der Autobahn würde ich so schnell fahren, tatsächlich. Man weiß ja nie. Ich meine, das Ding ist zwar verbunden mit einer Abschleppstange im Prinzip und er scheint ja auch wohl mitzubremsen, mitzulenken und alles, aber dennoch, das ist ein broken down Volvo. Der ist im Prinzip am Arsch. Da ist ja wohl irgendwas kaputt an dem LKW. Ja, ich weiß nicht. Also in echt würde ich definitiv, wenn ich Fahrzeuge abschleppe, nicht so schnell fahren. Aber das hier ist ja ein Spiel. Das hier ist angesehen als ganz normale Lieferung im Prinzip. Und das funktioniert ja bisher auch nur ganz gut. Außer das mit dem Wendekreis natürlich. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Ich hoffe auch übrigens, dass ich jetzt alles aufnehme. Ich hatte nämlich letztens ein paar Probleme bei Project Cars mit der Aufnahme. Ich hoffe, dass alles soweit passt. Ich habe auch mal die Desktop-Audio ein bisschen lauter gemacht. Also das heißt, Ingame-Sound ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass alles soweit passt, meine lieben Freunde. Mann, es sieht echt schön aus. Sieht wirklich sehr schön aus. Und auch die Vögel, ja genau, die Vögel zwitschern. Nee, die Vögel, die zwitschern. Ja, und bis jetzt läuft das ja an sich doch ganz gut. Wir kommen schon voran. Ja, manche Kurven sind halt natürlich so eine Sache für sich, aber in echt fahre ich auf Landstraßen auch nicht mit Tempomat. Tempomat ist für die Autobahn da in meinen Augen. Nicht für die Landstraße. Aber hier im Spiel, ich weiß nicht, mache ich ihn immer wieder an. Obwohl ich ja sonst immer das Spiel so ernst nehme, ne? Vielleicht werde ich langsam mal etwas lockerer. Aber ich denke, dass einige von euch das auch sehr schätzen, wenn ich das Spiel doch relativ ernst nehme. Und es halt so spiele, wie ich es auch in echt machen würde. So, hier haben wir die Firma FedEx. Zumindest einen Sitz davon. Jetzt kommt gleich wieder eine Autobahnauffahrt. Wollen wir mal schauen, wie das läuft. Wir fahren links rum, nicht rechts rum. Ich glaube, rechts rum wäre hier echt sehr knapp. Da müsste ich definitiv die andere Spur mit benutzen. Aber bei diesen Leitplanken und es ist teilweise echt eng. Da haben sich die Leute wirklich ein bisschen Gedanken gemacht mit dem Special Transport DLC. Mit den super langen Auffliegern und so weiter. Die gibt es ja nur auf bestimmten Strecken und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil sonst hat man hier definitiv übelste Probleme. Okay. Das Rauffahren hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie es jetzt hier in diesen Kurven aussieht. Ich denke, das könnte echt eng werden. Okay, es geht. Es geht, es geht. Ist noch verkraftbar. So, ich hoffe für die Leute... ich hoffe, es ist... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Okay, der lässt uns auch. Naja, musste uns jetzt irgendwie lassen. ich hoffe, es ist für euch nicht allzu schlimm, dass ich mir nach dieser Tour tatsächlich schon wieder einen neuen LKW kaufen will. Es ist halt jetzt einfach nur so, auch in einem Livestream haben vermehrt wieder Leute gefragt, wegen den Namen auf den Namensschildern und so weiter und so fort. Ja, dass ich die Namen so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen, schnell abklappere. Aber, Leute können wohl teilweise gar nicht warten, endlich mal auf einen LKW zu kommen, mit ihrem Namen. Ja, das wird die Liste. Ich bin ja schon ziemlich lange dabei und ich habe jetzt gerade erstmal eine Seite von den vier, die ich im Moment habe, geschafft. Das heißt, wir sind noch nicht wirklich, ja, vorangekommen mit der Namensliste.
Und da sind jetzt echt noch teilweise Namen drauf, die sich das schon vor, weiß ich nicht, ein Jahr oder eineinhalb gewünscht haben, endlich auf einen LKW zu kommen. So, dass wir das halt wirklich mal ein bisschen aufholen, sozusagen. Dass wir dann wirklich irgendwie nur zwei Touren fahren oder drei, je nachdem, wie lang die Touren halt eben sind. Und dann wieder einen neuen LKW kaufen. Ich meine, es hat auch einen Vorteil, ne? Wir expandieren dann weiter, unsere Firma wächst ein bisschen mehr. Es hat natürlich auch Vorteile. Ja, schauen wir einfach mal. Ich habe auch schon Angst davor, wenn jetzt die 1.31 nicht mehr in der Public Beta ist, sondern es halt in der Open Beta sozusagen. Und das Spiel wieder automatisch updatet. Ich habe Angst, dass einiges nicht mehr funktionieren wird an Mods. Davor grault es mich immer, weil es gibt da jetzt auch mit der 1.31 kommen jetzt auch diese Random Events. Das heißt, dass irgendwo ab und zu mal auf der Straße, auf Autobahnen, irgendwie Baustellen, Unfälle oder sonst irgendwas sind. Wie gesagt, das ist alles komplett random. Das sind also keine festgeskripteten Dinger. Das kommt wirklich, ja, per Zufall sozusagen. Und ich glaube, auf der Pro Mods wird es da sicherlich Probleme geben. Oder allgemein mit dem Map, mit den Maps, die ich drin habe. Ich bin mir sicher, dort wird wahrscheinlich auch erstmal ein riesen Update erforderlich sein, seitens der Modder, bis das alles wieder reibungslos funktioniert. Und ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. In der Livestream wurde mir auch gesagt, dass es dann endlich auch die Möglichkeit gibt, den neuen Scania, den R und den S, auch als Vierachser umzubauen, also als Schwerlaster. Und es kommt jetzt dann wohl die Kompatibilität mit dem Raven Tuning DLC, auch für den neuen Scania. Ich denke, das wird dann auch wahrscheinlich mit der 1.31 kommen. Ja. Und ansonsten natürlich die größte Erneuerung, das mit den Kabeln, mit den Luftleitungen und Stromleitungen für die Trailer, dass das auch ein bisschen realistischer aussieht. Das Ganze. Da gibt es dann den roten und den gelben Schlauch. Das sind beides Druckluftleitungen. Gelb ist im Prinzip die Steuerung. Das heißt, wenn wir bremsen, dann bremst auch der Hänger. Das ist keine elektronische Dingens. Ah, nee, da kommt ein Kreisverkehr. Das ist ja gar keine. Okay, scusi, sorry. Mein Problem. Meine Schuld, meine ich. Sorry, sorry. War auch ein bisschen abgelenkt gerade. Also gelbes Kabel Steuerung. Rotes Kabel ist, naja, Druckluftversorgung. Dann gibt es natürlich noch weitere Kabel. ABS zum Beispiel. Licht natürlich. Und ja. Wo fährt der lang? Der fährt raus, alles klar. Jetzt muss ich natürlich mal. Der will hier, aber der hat wohl Geduld, alles klar. So, seht ihr, was der Volvo da im Hintergrund macht? Das ist absolut unglaublich, wie viel Platz der braucht. Ich glaube, bisher hatten wir nur einen einzigen Trailer, der tatsächlich genauso schlimm war. Und zwar kann ich mich jetzt gerade vage an diesen Einachser erinnern. Da, wo der Helikopter drauf war. Der hat auch immensen Platz gebraucht. Ich glaube, da sind wir einen MAN gefahren, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, dass ich mich nicht irre. Der Bus wollte tatsächlich weiterfahren. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich schätze manchmal tatsächlich ETS2 ein bisschen falsch ein. So, okay, hier ist alles gut gelaufen. Sehr schön. So, wir sind bei 23 Minuten. Gleich machen wir dann wieder einen Cut. Und dann geht es ab zur 406. Folge. Also bisher läuft der Start in die fünfte Staffel echt angenehm, muss ich ehrlich sagen. Auch der Livestream hat immens Spaß gemacht. Also ich wünsche, ich könnte das natürlich öfter einfach so machen, dass ich an einem Samstag tatsächlich überlege, jetzt hätte ich Bock auf einen Livestream und dann mache ich eine kurze Ankündigung und 3 Stunden später machen wir dann auch den Livestream. Das wird leider nicht so oft passieren. Aber naja, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall immer dann, wenn es geht, dann versuchen wir wirklich was zu machen. Also entweder nehme ich dann On Demand auf, so wie jetzt zum Beispiel, oder wir machen tatsächlich wirklich einen Livestream. Aber die Livestreams machen halt echt Laune, finde ich. Das macht echt Bock. Gerade wenn man so ein bisschen auf Fragen eingehen kann und irgendwie Wünsche und so weiter und so fort. Wenn man das live dann direkt beantworten kann, dann ist das echt cool und echt angenehm. Macht echt viel Spaß. So,
Viertel nach eins, mitten in der Nacht, und es sieht so aus, als ja, wäre es irgendwie am Morgen, so 7 Uhr oder sowas. Naja, nicht so wild. Ist halt oben in Finnland so. Aber wie gesagt, ich gucke mir jetzt gleich mal, ich gucke jetzt gleich mal nach den Nightfix. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, während ich kurz auf dem Desktop bin. Dann nutze ich mal die Chance, gucke mir das zumindest an und versuche ihn schon mal runterzuladen. Und dann habe ich ihn schon mal auf dem Desktop. Und wenn ich dann die Aufnahme beende, dann kann ich ihn gleich installieren und dann ist er für das nächste Mal schon mal drin. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht verpeile, weil das traue ich mir ehrlich gesagt echt zu. Ich bin manchmal so verpeilt. So wie im Project Cars, da vergesse ich andauernd die Schwierigkeit mal ein bisschen hochzudrehen. Wobei ich 70% schon echt angenehm finde. Und ich will die ganze Zeit aber noch irgendwie auf 75% drehen. Aber ich vergesse es. Ich vergesse es echt andauernd. Ja, so. Hinten ein Mähdrescher. Also mittlerweile macht ETS 2 wieder wirklich richtig viel Spaß, weil es läuft ordentlich flüssig. Ich denke, das merkt man auch ganz gut. Ja, viele verschiedene Mods drin. Gerade mit diesen ganzen Doubles und diesem Kombiverkehr und so weiter und so fort. Man hatte einfach mal endlich wieder das Gefühl, es ist ein bisschen mehr im Spiel passiert. Man hat sehr viele Möglichkeiten auf Abwechslung. Wie gesagt, per Mod können wir auch Gott sei Dank Liederzüge fahren. Ich hoffe, dass das sehr bald auch mal selbstständig von SES Software kommt, sodass wir Liederzüge fahren können. Wechselbrücken wäre geil, Drehschimmel wäre geil, Stardeichsel wäre geil. Das wäre alles geil. Ich meine, für den Skoda, diesen Caravan-Dingenskirchens, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das Mod ist, aber ich glaube, das ist... Der ist ja so drin, oder? Gibt es den so im Multiplayer? Ich bin mir da nicht sicher, aber da haben sie es auf jeden Fall auch hingekriegt. Ja, und wenn es doch ein Mod ist, dann tut es mir leid. Ich bin mir da nämlich nicht sicher, weil ich spiele ja den Multiplayer nicht. Aber auf jeden Fall habe ich den gesehen mal. Den Skoda mit diesen Wohnwagen-Anhänger. So, Bus biegt ab. Ich nicht. Wir fahren weiter. Und es wird jetzt hier schon wieder relativ warm. Wir haben ja schon wieder irgendwie 26 Grad im Moment. Ja, das merkt man auf jeden Fall. So, wollen wir mal ganz kurz gucken, was unsere Lenkzeit macht? Ja, noch 5 Stunden. Hallo, da geht noch einiges, ey. Da geht noch einiges. So, wollen wir mal ganz kurz gucken auf die Karte. Mein heutiges Ziel, wo möchte ich heute am besten noch hinkommen? Also Helsinki schaffen wir definitiv noch. Tallinn. Also es wäre geil, wenn wir heute zumindest noch, also in dieser Aufnahmesession, zumindest nach Felixstowe kommen würden. Das wäre so mein heutiges Ziel. Und ansonsten alles, was darüber hinausgeht, ist so ein bisschen Bonus. Weil dann schaffen wir es nämlich in der übernächsten Aufnahmesession, beziehungsweise in der nächsten, dann die Tour eigentlich fertig zu machen, denke ich mal. Ich denke, das ist realistisch. Weil von Felixstowe bis nach Dover ist jetzt auch nicht so weit. Und von Calais bis... Ich sehe auch gerade, dass das hier Tunnel ist, ne? Das heißt, wir fahren gar nicht mit der Fähre, sondern mit dem Zug wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem Volvo überhaupt auf den Zug kommen. Das könnte echt interessant werden. So, aber ich beende die Folge jetzt hier und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein bisschen Feedback da, ich würde mich sehr darüber freuen und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, haut rein, ciao.